Blumen machen Freude und Blumen machen Freunde. Das kann man ganz sicher so sagen, ja. Und gerade für Frauen. Frauen freuen sich immer über Blumen. Wenn ich die Lieblingsblume meiner Freundin kenne, dann heißt das, dass ich viel über sie weiß, dass sie mir wichtig ist, dass ich mir auch Kleinigkeiten merke, die nicht so wichtig sind, vielleicht auf den ersten Blick, die ihr aber wichtig sind. Das heißt, dass ich mich gut in sie reinversetzen kann, dass ich sehr empathisch bin. Und das bedeutet, dass ich das biete, was für eine Freundin auch wichtig ist. Dieses Gefühl, die kümmert sich um mich, die sorgt sich um mich, der bin ich wichtig. Also welcher Frau könnte das nicht gefallen, in so einem Blumenmeer sich aufzuhalten und wild mit Blumen dekorieren zu können? Das ist wirklich toll. Ja, total schön. Also es wird ja, sieht man ja auch immer häufiger, dass jetzt so diese Blumenkränze und so. Und deshalb wollte ich das auch unbedingt mal ausprobieren. Ganz viele bunte Blumen, das finde ich total schön. Und naja, es gibt viele Sachen, von denen ich nicht dachte, dass man sie mit Blumen machen kann. Als Schmuck oder als Ring, ja, Blumen zu verarbeiten, finde ich super. Freunde wirken wie ein Puffer gegen Stress. Freunde wirken gut für die Gesundheit und wirken sogar lebensverlängernd. Jemand, der sich in guten Freundesnetzwerken geborgen weiß, der lebt länger und auch gesünder als jemand, der von sich selbst sagt, dass er keine guten Freunde hat. Und natürlich sind Blumen eine gute Möglichkeit, einer Freundin eine Freude zu machen, damit sie auch Freundin bleibt.